Was gibt der Detektiv? Handlungsbogen 1. Versuche so normal wie möglich zu sein. Normale Kleider, normaler Job. Ich steche mit meinem Haar und meinen Augen sowieso schon heraus. Das muss ich es nicht noch schlimmer machen. Mochi, Mochi! Leider verfüge ich über eine Gabe, die ich nicht ignorieren kann. Ich suche immer nach der Wahrheit. Entschuldigung, ich hörte, Sie suchen ein Mochi. Ja, mein süßes kleines Hündchen. Ich glaube, jemand hat sie entführt. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, hat sie hier drin geschlafen. Interessant. Erwischt. Ist hier drin. Oh, Mrs. Sato. Ich wollte sie gerade anrufen, aber ein Telefonverkäufer hat mich angerufen und wollte mich nicht auflegen lassen. Mochi ist eben hier reinspaziert. Ich glaube, sie hat die Rippchen auf dem Herd gerochen. Oh Gott sei Dank, Mochi, wie kommst du denn hierher? Das kann ich beantworten. Mochi ist durch die offene Hintertür deines Hauses raus. Dann ist sie zwischen dieses lockere Zaunlatte geschlüpft und den ganzen Weg hierher gelaufen. Wir haben lockere Zaunlatten, das muss ich sofort richten lassen. Du böses Hündchen, mach das nie wieder. Vielen Dank, junger Mann. Ich mache Ihnen zum Dank eine Tasse Tee. Und ich doch. Dass Mochi in Sicherheit ist, ist für mich Belohnung genug. Tja, mal abgeschlossen. Zurück zum normalen Leben. Morgen wird das Wetter sonnig und wolkenlos. Sei gegrüßt, Zombie. Ich würde Ihnen gerne eine Idee zu lokalen Produkten unterbreiten. Treffen Sie mich im Gemischtwarenladen, wenn Sie Zeit haben. Besonderheiten. Erhöhtes Sprinttempo. Untersuche. Mm-hmm.
Sommer. Ich wünschte, Papa hätte mir zum Geburtstag den Boy Detective Regenschirm geschenkt. Ich wünschte, der Ozean würde sich schneller erwärmen, damit ich schwimmen gehen kann. Es ist immer noch sehr kalt wegen des Winters. Phantomsammler. Ich fühle mich heute irgendwie niedergeschlagen. Wenn du Samen kaufen möchtest, schau bei seinem vorbei. Er hat eine große Auswahl. Kennst du einen der vielen, vielen Gründe, warum ich Regen liebe? Weil wir in der Schule drinnen bleiben und spielen können. Ich spiele die meiste Zeit des Wochenendes am Strand, aber das ist nicht alles. Ich gehe auch gerne mit Archie in die Bibliothek. Deine Mutter sagt, der Strand ist zu weit für ihn, also können wir nur in Starlight Town spielen. Wenn es so weit regnet, werden die Kinder sobald keine Pause mehr haben. Es ist schon beinahe wieder Zeit für meine jährliche Bibliotheksentrümpelung. Zeit, die ganzen Bücher, die ich im Laufe des Winters gelesen habe, zu verstauen und sie durch ein paar brandneue Titel zu ersetzen. Schule dürfen.
Passavi. Saft. Wenn es nicht unbedingt sein muss, bleibe ich bei so einem Wetter lieber zu Hause. Zu dieser Jahreszeit blühen die Pfingstrosen. Archie, was hast du heute vor? Ich habe heute und morgen Schule. Ich muss um 7 Uhr aufstehen und das jeden Tag. Aber so komme ich nicht zu spät zur Schule. Womit, du bist ja schon ein Stammgast. Du erweist es wohl schwer. Ja, langsam wird es zur Gewohnheit, so in etwa. Woher weißt du das? Alles, was in die Kiste auf deiner Farm kommt, kommt hierher, wie deine Feldfrüchte. Weißt du was? Das war ein Volltreffer. Was denn? Die Leute haben die Qualität und den Preis lokaler Produkte wirklich vermisst. Ach ja, richtig. Du weißt wahrscheinlich nicht, was wir verkauft haben. Komm mir nach. Wir verkaufen hauptsächlich Importe. Wie du sehen kannst, ist dieser Bereich gut bestückt. Und alles ist teuer, wegen der Versandkosten, Steuern und so weiter. Ich gebe mein Bestes, um die Preise niedrig zu halten. Meine Gewinnspannen sind hauchdünn, aber es reicht einfach nicht. Noch weiter runter. Und wir können nicht davon leben. Und hier ist der Bereich für lokale Produkte. Siehst du, wie leer das ist? Aber als ich deine Produkte probeweise hier eingestellt habe, war alles schnell ausverkauft. Als meine Eltern noch lebten, war diese Abteilung, ja, unser ganzer Laden mit allen möglichen lokalen Produkten bestückt. Das war etwas, worauf man stolz sein konnte. Jetzt leben wir aber in einer anderen Zeit. Die einzigen Optionen sind die Importe und das ist mir peinlich. Jetzt, da du da bist, Wombi, können wir die Abteilung für lokale Produkte wieder öffnen. Dafür musst du mir allerdings viel mehr Obst und Gemüse liefern. Nimm diesen Hinweis, ich habe es hier ausführlich erklärt. Aber keine Sorge, ich gebe dir ein paar zusätzliche Münzen zu deiner üblichen Bezahlung, wenn die gesamte Bestellung erfüllt ist. Klingt doch gut, oder? Schiff. Bronze Qualität Gemüse. Schiff. Obst. Mein Bruder hat mir von der Sache mit Kugelfisch erzählt. Ich werde mich eine Weile entspannen und den Regen genießen. Bonsai-Hacker.
Bonsai-Hacker, Lilly. Ich arbeite einfach später weiter. Einkaufen. Kuss. Meine Forelle.
Wieso habe ich dort nicht bei Diving? Tauchen.
Wir gehen noch mal ins Museum und schauen, was ich alles abgeben kann. Nur die Forelle kann ich abgeben. Tauchen. Nein, nein, nicht Standort zurücksetzen. Mach's gut. Tauchersnack dreimal. Snack. Siedelkrebs.
catchable ocean crypto. Aktivieren. Zwei von fünf. Ein Titel Krebs. Aktivieren. 3 von 5. Mehr Salz. Ich brauche 5 mehr Salz.